US-Präsident Donald Trump hat FBI-Direktor James Comey entlassen. Es sei wichtig, eine neue FBI-Führung zu finden, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in diese wesentliche Strafverfolgungsbehörde wiederherstelle, schrieb Trump in einem Brief an Comey. Der frühere Juraprofessor war 2013 von Barack Obama für den Posten aufgestellt worden. Chuck Schumer, der Vorsitzende der Fraktion der Demokraten im US-Senat, ging nach der Entlassung Comeys verbal zum Angriff über. Hätte die Trump-Regierung Einwände dagegen gehabt, wie Comey mit den Clinton-Ermittlungen umgegangen ist, hätte sie diese schon in dem Moment gehabt, als sie ins Amt kam. Doch damals wurde Comey nicht entlassen. Warum ist das dann heute passiert? Wir wissen, dass das FBI untersucht hat, ob Trumps Mitarbeiter während des Wahlkampfes gemeinsame Sache mit den Russen machten, so Schumer. Kurz vor der Wahl hatte Comey erklärt, die Ermittlungen gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton wegen der sogenannten E-Mail-Affäre wieder aufzunehmen. Clintons Ansicht nach beeinflusste das Abstimmungsverhalten der Wähler.